Wie schön, dass du dir jetzt Zeit für dich nimmst und mit mir trainierst. Freu dich auf ein knackiges Full-Body-Workout mit abwechslungsreichen Übungen. Als erstes wärmen wir uns eine Runde auf. Komm zum Stehen, atme nochmal durch und wir starten mit Arm-Circles. Erst in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Und dann stell deine Füße noch ein bisschen breiter und wir ziehen uns abwechselnd zu den Seiten. Dann löse auf und wir machen jetzt eine Kombination aus einem Squat und einem Hüftöffner. Du hebst hier abwechselnd deine Beine und öffnest deine Hüfte. Und jetzt wärmen wir noch unsere Hamstrings auf, die Rückseiten der Oberschenkel. Berühre mit deiner Hand den entgegengesetzten Fuß. Letzte Warm-up-Übung, deine Hände kommen an dein Gesäß und wir machen Butt-Kicks. Und dann starten wir jetzt gleich in die erste Übung. Hier hast du die Option, mit einem zusätzlichen Gewicht zu arbeiten. Das kann eine Hantel sein, ein Buch oder einfach Wasserflaschen. Alles kann, nichts muss. Das ist hier deine Zeit für dich. Wir machen jetzt eine Kombination aus einem Squat und einem Deadlift. Also atme nochmal durch und los geht's. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1. Links ist dein Standbein und mit rechts machst du einen Ausfallschritt zurück und kickst dann nach vorne. Thank you.
nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Kommen wieder zu unserer Kombination Squat und Deadlift. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1. Jetzt wechseln wir die Seite. Rechts ist dein Standbein und du arbeitest mit links. Nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Jetzt regen wir den Stoffwechsel an. Du kommst in deinen Squat und boxst dann dreimal nach vorne. Nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Komm auf deine Matte, weiter geht's mit Mountain Climber. Nur noch 20 Sekunden, komm, halt durch. Nur noch 3, 2, 1, durchatmen, nochmal hinstellen und wir kommen wieder zum Squat Punch. Zwanzig Sekunden hier noch durchhalten. Nur noch 3, 2, 1. Zweite Runde Mountain Climber.
15 Sekunden noch. Nur noch 3, 2, 1. Wenn du willst, schnapp dir wieder dein Gewicht und wir machen weiter mit Russian Twist. Bleib also unten auf deiner Matte. Nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Dreh dich einmal um und komm in den Unterarmstütz. Und entweder hältst du hier nur oder du ziehst bei jeder Ausatmung abwechselnd dein Knie nach vorne. Fünfzehn Sekunden noch durchhalten. Nur noch 3, 2, 1. Durchatmen, einmal umdrehen und wir kommen wieder zum Russian Twist. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1. Letzte Runde Plank, also dreh dich nochmal um. Nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Atme durch, komm wieder zum Stehen und wir werden wieder schneller. Du machst kleine Squat Jumps innen und außen im Wechsel. Zwanzig Sekunden noch, Hälfte schon geschafft. Komm, bleib dran. Nur noch 3, 2, 1. Wenn du magst, schnapp dir hier wieder dein Gewicht. Und wir machen weiter mit einseitigen Deadlifts. Rechts ist jetzt dein Standbein. Mine.
20 Sekunden hier noch kontrolliert und fokussiert arbeiten. Nur noch 3, 2, 1. Es wird wieder schneller. Wir kommen nochmal zu unseren Jumps. Nur noch 15 Sekunden hier. Nur noch 3, 2, 1. Links ist jetzt dein Standbein. Schnapp dir wieder dein Gewicht, wenn du willst. Und es geht weiter mit den einseitigen Deadlifts. Nur noch 20 Sekunden hier durchhalten. Nur noch 3, 2, 1. Komm auf die Matte, wir machen weiter mit Bicycle Crunches. Wir lassen jetzt unsere Abs hier brennen. Fünfzehn Sekunden noch. Nur noch 3, 2, 1. Bleib in Rückenlage. Wir machen Crunches und du ziehst immer abwechselnd ein Knie zu dir ran. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1. Leg jetzt deine Knie angewinkelt zur linken Seite und es geht weiter mit Side Crunches. Fünfzehn Sekunden noch durchhalten. Nur noch 3, 2, 1. Und wir wechseln hier einfach nur die Seite. Leg deine angewinkelten Knie nach rechts und atme nochmal durch.
20 Sekunden hier noch durchhalten. Komm, bleib dran. Nur noch 3, 2, 1. Letzter Zirkel für dich. Dreh dich einmal um und komm in deinen Vierfüßler. Wir machen jetzt mit dem rechten Bein Rainbow Leg Lifts. Hälfte schon geschafft, nur noch 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1. Zweite Übung in diesem Zirkel. Push-ups von den Knien. Sekunden hier noch. Nur noch 3, 2, 1. Drück dich nochmal hoch in deinen Vierfüßler und wir arbeiten jetzt mit dem linken Bein. Hälfte schon geschafft und danach kommt schon die letzte Übung. Nur noch einmal Push-Ups, also zieh jetzt durch. Nur noch 3, 2, 1. Mach dich bereit für deine letzte Runde Push-Ups. Sekunden hier noch. Nur noch 3, 2, 1 und geschafft. Perfekt. Ich bin super stolz auf dich. Um mit Leichtigkeit wieder richtig in Shape zu kommen, habe ich ein wundervolles E-Book kreiert. Mit Trainingsplänen für 8 Wochen, super leckeren Rezepten und wichtigen Tipps. Den Link zu meinem E-Book findest du einfach unten in meiner Beschreibung.